Der Swimmingpool. Er ist für die meisten von uns der Inbegriff von Urlaub. Sobald wir ins kühle blaue Nass eintauchen, beginnen wir zu entspannen. Ein Swimmingpool im eigenen Garten ist auch heute noch etwas Besonderes. Nicht nur braucht man das nötige Kleingeld, man braucht auch Platz. Beides bestimmt darüber, ob und welchen Pool man sich anschaffen kann. Generell lässt sich sagen, dass man Pools in zwei große Gruppen einteilen kann. Auf der einen Hand haben wir die Leichtbauweise, auf der anderen die Massivbauweise. Leichtbauweise sind Stahlwandbecken, Plastikwannen, Aufstellpools und massiv, wie der Name schon sagt, eben aus Stein gemauert oder betoniert. Do-it-yourself-Leichtbaupools gibt es viele Arten, die man einfach über das Internet bestellen kann. Sie sind zwar günstig, haben aber meist eine kürzere Lebensdauer und können kaum individualisiert werden. Massivpools hingegen können einem alles bieten, was man möchte, zu einem entsprechenden Preis, versteht sich. Vor dem Bau kommt aber zuerst einmal die Vorbereitung. Als allererstes mal schauen, darf ich einen Pool bauen? Ist bei mir in der Baubeschreibung irgendwie Anlagenbau verboten? Dann sollte ich mich hier nochmal rückversichern bei meinem Verkäufer oder Immobilienmakler. Ansonsten auf der Gemeinde nachfragen, gibt es ein spezielles Baurecht? Insgesamt kann man in Deutschland sagen, dass bis zu 100 Kubikmeter verbaut werden dürfen ohne Baugenehmigung. Aber Vorsicht, bitte hier auch auf die Abstände achten. Es gibt verschiedene Abstandsregelungen vom Grundstück, die im einen oder anderen Bundesland untersagen, zum Beispiel direkt auf die Grenze zu bauen. Um einen Pool in Massivbauweise individuell an die eigenen Bedürfnisse anzupassen, sollte man sich zuerst einmal im Klaren sein, was man im Wasser alles machen möchte. Wer sich einen Pool baut, sollte sich als erstes fragen, wer nutzt den Pool und was brauche ich für eine Ausstattung im Pool? So hat der eine zum Beispiel einen sportlichen Hintergrund und ist Athlet und möchte gerne sportlich schwimmen. Da wäre die Gegenstromanlage sehr wichtig zu installieren. Und hier haben wir verschiedene Möglichkeiten, vom angenehmen Brustschwimmen bis hin zum Triathleten können wir jeden befriedigen. Zum anderen gibt es Familien, die den Pool als Familienpool nutzen. Dann sollten sie vielleicht auch einen Nichtschwimmerbereich einrichten, wo sie mit einer niederen Wasserhöhe arbeiten und dann vielleicht auf der anderen Seite einen tieferen Bereich einrichten, in dem sie dann einen Kopfsprünger oder vielleicht sogar mal eine Arschbombe reinsetzen können. Die Außendarstellung ist wichtig vom Pool. Welchen Treppeneingang nutze ich? Eine Treppe ist ja nicht nur ein Eingang oder ein Zugang zum Pool, sondern auch in vieler Weise ein Aufenthaltsort, wo ich sitze, wo ich mein Gläschen Bier trinken kann, wo ich mich angenehm unterhalten kann und entspannen. Ein Pool ist sehr individuell, genauso wie seine Nutzer. Damit das Wasser eine schöne blaue Farbe behält und sauber ist, muss natürlich auch die entsprechende Technik her. So bleibt der Badespaß ungetrübt. Haben wir jetzt entschieden, welche Bauweise wir nehmen, Massivbau oder Leichtbau, dann müssen wir das Wasser natürlich aufbereiten. Dort brauche ich zum einen für die mechanische Aufbereitung einen Filter. Das kann entweder ein Sandfilter sein oder eine DeFoyer-Filtermembran, beides ist möglich. Und dann muss ich das Wasser noch aufbereiten in seiner Form, den pH-Wert und eben die Desinfektion einstellen. Das kann ich händisch machen, indem ich einfach eine Chlortablette eingebe wöchentlich. Oder ich mag es etwas leichter für mich, dann kann ich das vollautomatisieren und eine automatische Wasseraufbereitung hier bevorzugen. Eine Poolabdeckung sollte man in jedem Fall mit in den Kauf einplanen, denn diese übernimmt verschiedene wichtige Funktionen und ist daher die Investition wert. Generell haben Poolabdeckungen drei große Vorzüge. Zum einen nutzen sie uns, um die Wärme im Pool zu halten, weil die Wärme aus dem Pool natürlich über die Oberfläche geht. Und die Oberfläche des Pools wird somit quasi isoliert. Es kann also nicht mehr zur Verdunstung kommen, somit auch keine Wärme den Pool verlassen. Zweiter wichtiger Punkt ist der Sicherheitsaspekt. Mein Pool ist dem Zugriff Dritter abgeschlossen. Niemand kann in meiner Abwesenheit in den Pool, bewusst oder unbewusst. Niemand kann auch hineinfallen. Das sagt sogar der Gesetzgeber. Man muss den Pool schützen, dass niemand in den Pool fallen kann. Und der dritte wichtige Punkt ist natürlich die Verunreinigung des Wassers. Verunreinigung kommt immer von außen, über Wind, Staub, Blätter von Bäumen, Blütenstaub im Frühjahr, sehr, sehr wichtig. Das muss vermieden werden und das können wir sehr, sehr gut machen mit einer passenden Poolabdeckung. Egal ob zum Sport, zum Spaß oder zum Relaxen, ein Swimmingpool zu Hause ist der Traum von vielen. Wichtig ist, dass man sich bei der Vorbereitung genügend Zeit nimmt, denn dann hat man auch Jahre später noch Spaß mit dem eigenen Becken. Und sommerliche Hitze bleibt ein Problem der Vergangenheit.
Hey liebe User, wenn euch unser Beitrag gefallen hat, dann lasst uns einen Gefällt mir da und abonniert bitte unseren Kanal. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen oder auch Vorschläge habt, dann einfach kräftig kommentieren.